Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zum Thema Drums. Im letzten Video hatte ich euch gezeigt, welche Drum-Sounds es im Schlagzeug überhaupt so gibt und wie man daraus einen richtig schönen Groove bauen kann. Ich habe euch gezeigt, was Drum-Layering ist und ich habe euch gezeigt, was ihr mit dem Thema Swing anfangen könnt und welche Grooves dadurch entstehen können. Heute soll es ums Thema Drums mischen gehen. Ich werde euch also in genau demselben Projekt wie letztes Mal zeigen, wie ich die Drums darin gemischt habe und wie ich es schaffe, dass die Drums schön weit nach vorn kommen und sich im Mix der Frequenzen schön ergänzen miteinander. Okay, steigen wir direkt mal ein. Hören wir erst nochmal in das Projekt rein. Ja, was habe ich hier? Das sind meine Drums, diese vier Spuren. Hier habe ich erstmal zwei verschiedene Drum-Sampler verwendet, nämlich Battery von Native Instruments und den Polyplex, das ist ein Plugin für Reaktor, ebenfalls Native Instruments. Dann habe ich noch einen Loop hier liegen von Damage und die Action Strikes habe ich hier verwendet. Können wir nochmal reinhören? Ja, das macht also diesen epischen Sound hier aus. Der Damage Loop gibt noch so ein bisschen Höhen dazu und so ein bisschen Atmo. Der Polyplex macht relativ dicke Sounds hier, allerdings kommt das ganze Fundament aus dem Battery. Ja, wir hören schon, den habe ich mehr so als Füll-Plugin hier verwendet. Und der Battery, der bringt diese ganzen harten Sounds. Beim Drums mischen ist der allerwichtigste Punkt das Routing. Wir müssen also sichern, dass verschiedene Samplegruppen auf verschiedene Kanäle im Mixer kommen, sodass wir die dann einzeln bearbeiten können. Beispielsweise im Battery heißt das jetzt hier, dass ich meine Kickdrums auf anderen Kanälen haben will, als zum Beispiel die Clap und die Snare oder die Hi-Hat. Genau, wie mache ich das? Ich gehe in meine VST-Instrumente mit der Taste F11. Und kann jetzt hier bei meinem Plugin auf der rechten Seite auf dieses Türchen klicken und sehe hier meine Ausgänge. Kann hier also, indem ich hier auf dieses Kästchen klicke, kann ich Stereo-Ausgänge hinzufügen. Und jetzt muss ich dem Plugin noch irgendwie sagen, welche Samples, welche Sounds auf welchen Kanälen landen sollen. Gehe also in mein Plugin rein. Hier habe ich jetzt meine Sounds liegen. Und wenn ich das jetzt verknüpfen will, muss ich halt einfach auf irgendein Pad klicken. Klick mit Rechtsklick drauf, auf Output, Direct Out und kann das jetzt hier zu einem Ausgang hinzufügen und sichere damit, dass zum Beispiel nur die Crash auf dem Stereo 910 rausgeht. Das kann ich auch mit zweien gleichzeitig machen, indem ich Shift gedrückt halte und noch ein anderes hinzufüge. Oder es geht auch mit Steuerung. Rechtsklick drauf und wenn ich jetzt hier ein Output auswähle, tut es das für beide. Okay, im Polyplex ist das Ganze ein bisschen versteckter. Das ist vielleicht eine Sache, die sollte ich nochmal zeigen hier. Im Polyplex muss man hier unten auf dieses kleine Zahnrädchen klicken. Und dann kann ich jetzt hier die Sounds hier im Output auf einen einzelnen Kanal zuweisen. Ist also eine ganz wichtige Funktion, die hier ziemlich gut versteckt ist, finde ich. Ja. Für unsere beiden Audiospuren können wir natürlich die Samples nicht separieren, haben also hier eine einzelne Spur für diesen Loop. Okay, schauen wir mal in den Mixer, wie die Spuren dort angeordnet sind. Wir haben hier in Orange alle Spuren, wo die Samples drauf liegen. Hier liegen also meine Battery-Spuren von der Kick bis zu den Shakers und daneben liegen meine Polyplex-Spuren. Das sind hier nur drei, hier habe ich also nur Kick, Clap und eine Spur für Hi-Hat und Shakers. Dann liegen hier links in Blau meine beiden Spuren mit den Loops. Das sind die Action Strikes und die Damage Loops. Mit einem Rechtsklick, wenn wir also mehrere Spuren ausgewählt haben in Cubase, können wir mit einem Rechtsklick einen Gruppenkanal hinzufügen hier, können den jetzt irgendwie benamen und dann routet uns Cubase diese beiden Spuren auf einen Gruppenkanal unserer Wahl. Zum Beispiel eben habe ich hier die Action, Strikes und Damage auf diesen Sidechain-Kanal geroutet. Außerdem habe ich mir alle Kicks geschnappt, das sind diese drei Spuren, habe die auf den Kick-Kanal geroutet, also eine Kick-Gruppenspur. Dann gibt es die Hi-Hat- und Shaker-Kanäle, das sind diese drei. Die gehen hier auf diesen Hi-Hat-Kanal. Und dann gibt es die Snare- und Clap-Spur, das sind also zwei Samples, die sind hier auf einem Kanal. Und die Clap-Spur aus Polyplex
habe ich mir auf die Gruppenspur Claps hier geroutet. Außerdem gehen die Crash-Spur und unsere drei Gruppenkanäle hier gehen auf die Gruppenspur Drums. Dort sind also alle Gruppenkanäle aus den Samples nochmal zusammen komprimiert. Der einzige Kanal, der hier nicht auf dieser Gruppenspur liegt, sind die Toms. Die möchte ich nämlich hier nicht komprimieren lassen extra. Dann haben wir noch diese beiden violetten Spuren hier rechts. Das sind meine beiden Hallspuren. Hier habe ich jeweils den Revelation Hall von Steinberg geladen und hier zwei verschiedene Presets geladen. Nämlich einmal den Live Stage Natural, das ist ein relativ langer Hall. Und der zweite hier ist der Studio Early Reflections Bright Hall. Early Reflections heißt bei einem Hall, dass das nur die Anteile sind, die direkt zu mir zurückgeworfen werden. Das sind also die Hallanteile, die von reflektierenden Wänden direkt und ganz laut zu mir zurückkommen. Wenn ich also vor einer Wand stehe und gegen diese Wand spreche, klingt das ziemlich stark nach Early Reflections, weil ja, ich merke, dass die Sache nah ist, dass die Wand oder die Reflexionsfläche ziemlich nah an meinen Ohren sich befindet. Mit so einem Early Reflections Hall kann ich also hier noch sehr viel mehr Fülle und Nähe erzeugen. Um also Drum-Sounds nach vorn zu bringen, ist das eine wunderbare Möglichkeit. Okay, beginnen wir mal mit der Kickdrum. Ich hatte euch im letzten Video schon erzählt, dass Kickdrums eine Tonhöhe haben. Und diese Tonhöhe ist ganz wichtig für das, was wir hier tun im Mixprozess. Wenn wir vor allem verschiedene Kickdrums im Projekt haben, ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass diese Kickdrums alle die gleiche Tonhöhe haben. Wenn also eine Kickdrum auf einem E liegt, dann sollten die anderen Kickdrums das auch tun. Wichtig ist ja auch zu beachten, was der Bass für Töne spielt. Wenn der Bass zum Beispiel häufig ein E spielt, ist es auch sinnvoll, meine Kickdrum auf ein E zu tunen. Dieses Projekt ist hier also in E-Moll und deswegen habe ich meine Kickdrums so getunt, dass sie hier in E-Moll getunt sind. Wie können wir gut rausfinden, welche Tonhöhe eine Kickdrum hat? Wir schalten die uns mal hier solo. Das ist jetzt die erste aus Battery, die erste Kickdrum, und hören die uns mal an. Okay, wir können uns jetzt hier ein EQ-Band ranholen und das sehr schmal machen. Also indem ich Shift gedrückt halte und hier ein bisschen ziehe mit der Maus, kann ich das also zu einem sehr schmalen Band machen. Achtung, bei dem, was wir jetzt tun, solltet ihr aufpassen, dass ihr die Lautsprecher sehr leise habt, wenn ihr sowas abhört. Das heißt, dadurch könnten auch eure Ohren kaputt gehen. Das macht man also nur, um kurz zu schauen, wo hier die Resonanzfrequenz der Kickdrum liegt. Ich kann jetzt hier dieses Frequenzband verschieben und sehe oberhalb die aktuelle Frequenz und den Ton dieser Frequenz. Wenn ich also merke, dass ich hier auf einem Ton liege und die Kickdrum resoniert, die wird also viel lauter an der Stelle, dann weiß ich, aha, jetzt habe ich die Resonanzfrequenz gefunden und kann im Nachhinein den Tune der Kickdrum im Plugin angleichen. Wir sehen hier schon, die lauteste Stelle ist ungefähr an der Stelle. Da bewege ich also mal jetzt mein Band hin. Hört ihr, wie das dröhnt? Das passiert nur, wenn ich genau auf diese Resonanzfrequenz liege. Wenn ich hier einen Halb- oder Ganzton weiter tiefer oder höher gehe, klingt das nicht mehr so. Ja, und damit habe ich hier schon meine Resonanzfrequenz gefunden. Das ist hier also mein E0. Ganz kurz noch hier zum Battery. Im Battery kann ich hier beim Tune dann meine Kickdrum um Halbtöne nach oben oder unten verschieben. Und das habe ich also hier von einem F auf ein E getuned schon, damit das hier passt. Okay, das habe ich also mit all meinen Kickdrums gemacht, so dass die Grundfrequenz die gleiche ist. Und jetzt hören wir uns die Kickdrums mal zusammen an. Die klingen so. Hier habe ich also an EQ-Bändern eigentlich nur auf dem Polyplex noch was gemacht. Okay, dazu ist es vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass so ein Kickdrum-Sound aus drei verschiedenen Komponenten besteht. Das erste ist der Grundton. Das waren also bei uns diese 41 Hertz. Das war also der absolut tiefste Grundton. Wenn man diesen Grundton verdoppelt, hat man die doppelte Frequenz und das ist dann eine Oktave über diesem Grundton. Wäre also hier etwa 84 Hertz. Und das nennt man den Druckpunkt einer Kickdrum. Mit dieser ersten harmonischen, also dieser doppelten Frequenz, kann man
der Kickdrum sehr viel mehr Punch geben und kann ja, sie sehr in den Vordergrund holen. Dazu ist dieser Druckpunkt sehr gut. Und das dritte Element der Kickdrums sind die Obertöne, also alles, was oberhalb der ersten oder zweiten harmonischen hier passiert. Und ja, dort können wir noch sehr viel Punch und sehr viel Nähe und auch Verzerrung rausholen. Okay, das heißt ja, diese dritte Kickdrum hier von Podiplex habe ich ausschließlich für diese Obertöne verwendet. Ja, schauen wir mal in die Gruppenspur für die Kickdrums. Hier sehen wir, habe ich genau diese Grundfrequenz des Es leicht angehoben, habe den Druckpunkt hier, die doppelte Frequenz angehoben und hier oben noch ein bisschen Höhen rausgeholt. Außerdem liegt hier dieses dritte Band liegt hier ebenfalls auf einem E, aber ein paar Oktaven höher. Das gibt uns hier nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Punch reinzuholen, der so meistens um die 1 Kilohertz liegt. Bei Kickdrums holt man also hier noch gerne ein bisschen was hoch, um das Ganze ja, schöner zu hervorzuheben. Ich zeige das mal, wie ich diese einzelnen Bänder hier absenke und wieder hochhole. Und da lässt sich vielleicht ganz gut hören, was ich damit bewirkt habe. Erstmal zu den Obertönen. Genau, das andere Band hier, die Nummer 4, ist echt nur für die Höhen da. Das macht so ein bisschen einen Hi-Hat-Sound. Der macht ja, das Frequenzband hier einfach ein bisschen glatter. Okay, zu der Grundfrequenz. Damit kann ich jegliches Fundament rausnehmen aus der Kickdrum. Und hier muss man aber aufpassen, wenn man das zu sehr übertreibt, dann verzerrt, dann übersteuert die Kickdrum. Das ist die lauteste Stelle in der Kickdrum und die Kickdrum ist überhaupt ein sehr lautes Instrument. Deswegen aufpassen, wie weit man das hier unten treibt bei den tiefsten beiden Bändern. Das ist der Druckpunkt. Da geht erstaunlich viel. Ja, das sind die drei wichtigsten Elemente, die man eben jetzt hier einzeln steuern kann über solche EQ-Bänder. Die habe ich alle relativ schmal gelassen, zumindest die hier unten, damit ich die Frequenzen wirklich einzeln hervorheben kann. Was habe ich hier drin an Effekten? Hier ist jetzt der Supercharger drauf. Der Supercharger ist hier von Native Instruments ein wunderschönes Plugin, mit dem wir hier noch ein bisschen Kompression und Saturation hinzufügen können. Gibt also hier einen wunderschönen Charakter. Im Effekt Supercharger habe ich hier auf der linken Seite nun den Eingang. Das ist quasi mein Threshold. Hiermit kann ich einstellen, wie laut der Effekt angesteuert wird. Hier möchte ich sozusagen immer bei dem gelben Lämpchen landen. Über diesen Knopf hier kann ich noch ein bisschen Saturation dazugeben, also Obertöne hervorheben. Das war hier aber nicht nötig bei diesem Kickdrum-Sound. Außerdem habe ich hier mein Kompressionsratio. Hier stelle ich also ein, wie stark komprimiert wird. Und hier drüben über diesen Character-Knopf kann ich den komprimierten Anteil des Signals nochmal ein bisschen EQen. Gibt es also drei verschiedene Kurven dafür, den Fat, Warm und Bright. Und ja, der Fat eignet sich für eine Kickdrum hier wunderbar. Attack und Release kann ich hier unten einstellen, gibt auch nochmal drei verschiedene Optionen dafür. Ist ein ja, sehr vielseitiges Plugin auf jeden Fall. Und hier drüben haben wir jetzt die Möglichkeit zwischen dem trockenen Kickdrum-Signal und dem komplett verzerrten Kickdrum-Signal, also dem stark komprimierten, hin und her zu blenden. Genau, und hierbei ist nun ganz wichtig, dass ihr beim Abhören hier eure Bässe gut mithören könnt. Also schaltet den Subwoofer an, wenn ihr einen habt. Ansonsten hört das über die Monitore, damit ihr das schön wahrnehmen könnt. Ja, mehr Plugins habe ich auf den Kickdrums gar nicht drauf, weil zu viel Kompression auf Kickdrums könnte hier auch die Tiefen verzerren und das wollen wir eigentlich nicht. Ein Problem, was relativ häufig bei Kickdrums auftreten kann, ist, dass die Kickdrum häufig mit dem Bass gleichzeitig gespielt wird. Das sorgt für einen guten Groove, macht es fürs Mischen aber nicht ganz einfach, weil der Bass ziemlich schnell in den tiefen Frequenzen die Bässe von der Kickdrum wegdrücken kann. Dafür gibt es diesen Sidechaining-Trick hier. Ich habe hier über die Send-Effekte einen Kompressor im Bass angesteuert. Sidechaining heißt nun, wenn meine Kickdrum Signal bringt, immer wenn die anschlägt und sehr laut wird, möchte ich, dass mein Bass ein bisschen komprimiert wird.
Dazu habe ich hier auf die Bassspur einen Kompressor geladen. Und der Kompressor ist jetzt mit einer hohen Ratio eingestellt und ganz kurzen Attack-, Hold- und Release-Zeiten. So, dass immer wenn das Kickdrum-Signal sagt, hey, komprimier mir mal bitte den Bass, dass der Bass das sofort tut und das Signal auch nicht lange hält. Nicht lange komprimiert hält. Hier über diesen Knopf kann ich das Sidechaining aktivieren. Und wenn ich das aktiviert habe, taucht hier drüben bei meinen Kickdrums, hier auf der rechten Seite, Sidechaining auf. Hier habe ich also diesen Sidechain-Reiter und hier kann ich nun Bass auswählen und den voll aufdrehen. So, was also nun passiert ist, jedes Mal, wenn die Kickdrum anschlägt, reagiert der Kompressor im Bass. Ich übertreibe das mal, damit so ein Pumping-Ducking-Effekt entsteht. Da könnt ihr das ganz deutlich hören, was dabei hier entsteht. Ja, das drückt mir den Bass aber jetzt so aus dem Mix heraus, dass man davon von den Anschlägen gar nichts mehr hört und das möchte ich ja trotzdem haben. Das heißt, hier verwende ich das Sidechaining einfach, um ein bisschen an Pegel rauszuholen und den Kickdrums überhaupt ein bisschen Freiheit zu geben im Bass. Ist also ein super, super Trick, um den Bass trotzdem relativ laut lassen zu können, während sich die Kickdrum trotzdem durchsetzt. Wo wir gerade beim Sidechaining sind. Ich habe das Sidechaining, das seht ihr hier schon, nicht nur für den Bass verwendet, sondern auch für unsere Drumloops. Hier habe ich also so einen zweiten Gruppenkanal gemacht für die Drumloops hier drüben. Da liegen diese beiden Kanäle drauf. Hier drauf liegt wieder derselbe Kompressor, der Cubase Standard Kompressor und Sidechain aktiviert. Und hier liegen jetzt sowohl die Kickdrum als auch die Claps liegen hier drauf. Die möchte ich also, dass immer wenn entweder eine Kickdrum oder eine Clap spielt, dass dann die Loop-Sounds hier ein wenig komprimiert werden. Ich zeige das mal mit der Clap und der Kick zusammen. Ja, und so kann man auch, wenn man so sehr breite Loops hat, frequenzmäßig, kann man dadurch noch ein bisschen Platz schaffen und die Kickdrum und die Claps nochmal schön hervorheben. Okay, schauen wir direkt mal in die beiden Loops rein, was ich dort für Effekte verwendet habe. Bei dem ersten Loop, dem Action Strikes, sind das eigentlich nur ein paar Equalizer-Kurven. Hier habe ich also versucht, Frequenzen rauszunehmen, die uns in den Claps oder den Kicks stören könnten. Das ist hier einmal das E2, also die zweite harmonische, der Kickdrum, liegt hier also bei 164 Hertz, habe ich ein bisschen breitbandiger rausgenommen und ja, hier gab es so unglaublich fette Tiefen in den Action Strikes und deswegen habe ich hier noch das B0 rausgenommen in den Bässen. Das ist also die Quinte zu dem E, zu unserem eigentlichen Grundton, denn hier hat nicht nur der Grundton E0, sondern auch das B0 mitgeklungen als Quinte dazu. Und das sollte hier ein bisschen raus. Außerdem habe ich die Höhen ein bisschen angereichert, um hier mehr Brillanz zu bekommen. Außerdem ist das so ein epischer Sound dieses Loops, dass ich möchte, dass er ein bisschen größer wirkt und trotzdem ein Stückchen in den Hintergrund rückt. Also er größer, gigantischer und breiter wirkt. Und dazu habe ich hier einfach diesen Large Hall von Revelation verwendet. Der eignet sich also wunderbar dazu, Dinge noch weiter in den Hintergrund zu rücken. Okay, zum zweiten Loop, zum Damage Loop. Schauen wir hier mal rein. In der Equalizer-Kurve habe ich hier also unseren Druckpunkt von der Kickdrum, das E1, ein bisschen rausgenommen, um hier Platz zu schaffen. Und außerdem hier noch die zweite harmonische. Ja, das ist ebenfalls für die Kickdrum ganz gut. Außerdem hier ein bisschen was von den Frequenzen, die sehr hervorstechen. In dem Sound war das ungefähr die Frequenz, die so den Punch der Obertöne in der Kickdrum gestört hat. Und außerdem bei dem Clap-Sound, was sehr präsentes sein sollte. Ja, deswegen habe ich das hier noch ein bisschen bedämpft und außerdem die Höhen noch ein bisschen weggenommen. Wenn man einen großen Hall auf eine Spur legt und die in den Hintergrund rutschen lassen will,
möchte man außerdem die Höhen ein bisschen bedämpfen. Also Dinge, die weiter entfernt sind von einem, die sollten auch weniger Höhen haben als Dinge, die nah an einem dran akustisch entstehen. Außerdem habe ich den L2 verwendet. Der L2 ist ein Ultra-Maximizer von Waves. Ist ein wunderschönes Plugin. Und hier habe ich über den Threshold das Signal so weit zurückgeholt, dass es hier sehr stark verdichtet wird. Wichtig hierbei ist, achtet darauf, dass solange ihr noch innerhalb der Signalkette seid, unter den Kanälen, braucht ihr hier nicht zu quantisieren. Deswegen könnt ihr das Dithering und das Shaping auf None stellen. Genau, und die beiden fließen hier dann in den Sidechain-Gruppenkanal und hier liegt, wie gesagt, nur der Kompressor drauf. Ja, hören wir nun mal in die Clap rein. Die Clap ist hier dieser Gruppenkanal. Und hier habe ich eine Snare und zwei Claps aus Battery gelayert. Und dann habe ich noch diese Fill-Snare hier drin liegen. Die. Genau, und dann liegt hier noch eine relativ breite Clap von Polyplex hier drüben auf dem Kanal. Ganz kurz zum Routing. Ich habe hier in Battery den Clap-Sound kopiert und nach ganz, also relativ weit links und relativ weit rechts geschoben und einen davon ein bisschen vertuned. Also der hier liegt bei glatt 0 und der andere, den habe ich um einen Ganzton nach oben getuned. Und wenn es jetzt diese Claps gleichzeitig anschlägt, wirkt das dadurch sehr viel breiter. Das ist ein schöner Trick für die Clap-Sounds. Ja, außerdem habe ich hier im EQ-Band noch ein bisschen was aus der Snare-Drum rausgefiltert. Das war ein tiefer Sound, der die Clap am Ende ein bisschen gestört hat. Ich kann das mal kurz nochmal reinnehmen, damit ihr das hört. Klingt an für sich gar nicht so schlecht, wenn wir das so solo hören. Allerdings im gesamten Mix waren das Frequenzen, die dann sehr hervorgestochen sind und die gestört haben. Und deswegen habe ich die hier bedämpft. Im Clap-Gruppenkanal. Ah, Moment, hier liegt noch irgendwas auf der Clap von Polyplex. Aha, das ist der Doubler-Effekt. Das ist ein Effekt von Waves ebenfalls. Das gibt uns hier die Möglichkeit, das Signal einfach nochmal zu kopieren und zum Beispiel nach links und nach rechts im Stereobild zu verteilen, hier ein bisschen ins Delay zu setzen, also zeitlich zueinander zu verzögern, ein bisschen zu vertunen gegeneinander und damit diese Clap nochmal richtig breit zu bauen, dass sie hier also das Stereobild schön ausfüllt. Macht dieser Effekt ziemlich gut und genau, ich zeige mal mit und ohne, nur bei dieser Clap, was hier passiert. Ja, von dem Attack-Sound von der Clap ist fast nichts mehr zu hören, den habe ich richtig rausgenommen im Polyplex. Das bringt uns die andere Clap. Die hier soll also einfach nur füllen. Die soll der Nachklang der Clap sein, der das Ganze nochmal richtig schön in die Breite zieht. Okay, schauen wir mal in den Gruppenkanal der Claps. Hier habe ich jetzt viele Effekte drauf liegen. Zuerst fließt das Signal hier durch diese drei, geht danach in den Equalizer und fließt danach durch diesen Channel Strip. Genau, und anschließend durch die Send-Effekte. Okay, gehen wir der Reihe nach mal durch und ich deaktiviere hier die, die wir im Moment nicht hören. Ganz begonnen hat das Ganze mit diesem Magneto-Sound. Magneto ist eine Bandmaschinen-Emulation von Steinberg und gibt uns hier die Möglichkeit, Saturation der Bandmaschine draufzurechnen und hier drüben die hohen Frequenzen noch ein wenig zu bedämpfen, falls zu viele Obertöne dazugekommen sein sollten dadurch. Ja, der lässt den Sound also sehr viel analoger klingen und gibt hier einfach noch Sounds dazu, die das Ganze präsenter machen. Zweitens, der L2 habe ich wieder den Ultra Maximizer hier verwendet, um die Clap einfach zu verdichten. Ja, hier merkt ihr schon, wie laut das Ganze dadurch wird. Danach liegt der Center. Das ist auch von Waves ein Plugin, das uns hier die Möglichkeit gibt, die Signale an den Seiten einfach noch mehr zu betonen und den Punch zu verschieben, beziehungsweise tiefe und hohe Frequenzen zu den Seiten oder zum Zentrum des Panoramaklangs zu verschieben. Ich habe hier also nochmal die Seiten betont, um das Ganze breiter klingen zu lassen. Mal im Vergleich mit und ohne. Ja, das faced sogar ein bisschen, ist aber eine Sache, die geht im Gesamtmix ziemlich gut unter und bringt den Effekt einfach noch in die Breite. Danach fließt das Ganze durch den Equalizer. Hier habe ich ein bisschen was unter den Tiefen weggenommen, weil wir brauchen die ganz tiefen Frequenzen hier nicht. Die sollen mal ruhig für die Kickdrum übrig bleiben.
dann habe ich hier ganz viel angehoben in den Bassfrequenzen. Das hat einfach zu diesem Sound gepasst. Die Clap, die brauchte einfach ganz viel Bässe, die hier mitkommen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier in dem anderen Snare-Kanal die beiden Frequenzen so schmalbandig rausgenommen habe, damit ich hier die tiefen Frequenzen insgesamt hochholen kann, ohne dass es mir dort diese Stelle zu sehr betont. Außerdem habe ich hier mit dem dritten Band hier bei ungefähr 1 Kilohertz nochmal ein bisschen was betont. Das können wir hier also auch auf die Vielfache des Grundtons, auf dieses E schieben. Okay, danach fließt das Ganze durch einen Kompressor und danach betonen wir kurz die Anschlagphase mit einem Envelope Shaper. Der macht also folgendes, der schaut sich einfach an, wann geht das Signal los, und dort können wir einfach nochmal die ersten 60 Millisekunden ein bisschen anheben und danach sagen, die Release-Zeit bleibt hier genauso, wie sie vorher war. Ich finde sogar, dieser Sound klingt fast ganz gut, wenn wir den Center-Effekt wieder weglassen. Der hat hier ja ein bisschen zu viel Matsch reingebracht, meiner Meinung nach. Hier kommt jetzt übrigens sowohl der Large-Hall als auch der Early-Reflection-Hall zur Geltung. Der Early-Reflection bringt uns das Ganze halt richtig in die Nähe und der Large-Hall bringt uns so ein bisschen noch die späten Reflexionen dazu. Ist also eine schöne Kombination hier aus beiden. Ich zeige das mal kurz, wie der Early Reflection Hall hier wirkt. Sparsam eingesetzt, also wirklich ein schönes Mittel, um Sachen weit nach vorn zu holen. Und dazu hier diese Large Hall, um hier einfach noch ein bisschen Fülle zu bringen. Genau, das sind meine Geheimnisse bei den Claps. Okay, im Hi-Hat-Kanal habe ich jetzt hier wieder den L2 liegen am Anfang, der jetzt wieder ein bisschen verdichtet, ein bisschen lauter macht. Danach habe ich hier meinen Equalizer liegen und danach gehe ich hier in diesen Tube-Kompressor. Das ist also ein Kompressor, der so eine Röhre simuliert, wodurch hier noch ein bisschen Obertöne dazukommen. Ganz wichtig bei den Hi-Hats ist auch, dass der Panorama-Mix. Ich habe meinen Groove hier aufgeteilt auf die Shakers und die Hi-Hat, und die Shakers liegen bei mir rechts und die Hi-Hat liegt bei mir links. Die habe ich hier auf sehr extreme Werte geschoben, um einen richtig, richtig breiten Sound zu erzeugen. Genau, also den Tube-Kompressor steuern wir auch schon sehr stark an hier. Das soll also richtig viel von diesem Röhrensound bringen. Der hat hier noch ein bisschen Saturation hier unten über diesen Drive-Knopf. Und genau, der gibt einem hier noch mehr Obertöne dazu. Vom Mix her habe ich hier wieder die Tiefen weggenommen für die Clap und für die Kickdrum und dann hier ein bisschen was dazu geholt bei einer Frequenz, wo ich denke, dass die Hi-Hat einfach noch mehr Druck bekommt, wenn auch ein paar tiefere Frequenzen, so bei 500, 600 Hertz von ihr kommen. Genau, das war hier eine Entscheidung, die ist sehr viel nach Hören gelaufen. Hier haben mich einige Frequenzen ein bisschen gestört. Hier habe ich also bei den höheren ein bisschen was weggenommen. Das war 16 Kilohertz ungefähr. Und habe trotzdem ein bisschen was noch angehoben, um hier oben bei den Frequenzen überhalb der 16 Kilohertz nochmal ein bisschen Brillanz rauszuholen. Genau, liegt also an der Stelle, wo die Hi-Hat hier am lautesten war. Okay, das geht wieder durch beide Hallkanäle, also durch die Early Reflections und durch diesen Large Hall. Ja, die beiden Kanäle, die wir uns jetzt noch nicht angeschaut haben, ist die Crash und sind die Toms. Die Crash liegt hier auf dem Kanal. Hier habe ich ein L2 wieder drauf liegen, um das Ganze ein bisschen zu verdichten. Und danach kommt hier nur noch der Equalizer, die Tiefen weg. Und hier habe ich wieder irgendwas bei 600 Hertz betont, um die Crash, um mehr Tiefe, mehr Präsenz und ja, mehr Fülle zu geben. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich das rein- und rausnehme. Klingt also viel sympathischer dadurch. Außerdem ein paar von den beißenden Höhen hier noch weggenommen.
Die klang für mich sehr viel ausgeglichener, wenn hier oben noch ein paar von den Höhen verschwinden. Und die fließt nur durch diesen Large Hall, um hier einfach noch ein bisschen, ja, Größe zu geben. Dann die Toms. Die Toms habe ich nicht nochmal extra durch eine Kompression, durch einen Gruppenkanal laufen lassen, aus dem einfachen Grund, dass die hier an sich schon komprimiert genug sind und die schon stark genug im Mix standen. Hier habe ich wieder den L2 drauf. Schöner Effekt für Drums allgemein. Und hebe hier nochmal diesen Druckpunkt der Toms an und habe eine Oktave höher hier dann ein bisschen was rausgenommen. Können wir uns mal anschauen an der richtigen Stelle. Hören wir die Drums dann auch? Das ist ungefähr hier. Genau, da sind wir. Die liegen wieder schön im Stereobild verteilt. Hohe Tom auf der rechten Seite, die bisschen tiefere auf der linken. Genau, und da habe ich wieder diese Grundtöne damit versucht zu betonen. Die liegen hier an diesen beiden Stellen. Das sind also auch zwei verschiedene Grundtöne bei den Toms. Höhere Tom hat natürlich einen höheren Grundton. Und ich hatte hier also herausgefunden, dass die bei E und bei B1 dann liegen. Genau. Habe hier also durchaus Platz für die Grundtöne gelassen und habe aber bei den höheren Frequenzen hier ein bisschen was weggenommen. Ich zeige das mal kurz. Die klingen für mich direkter, wenn ich dort was von diesen störenden Frequenzen hier rausnehme. Genau, bei 320 Hertz. Und die Grundtöne ist dasselbe wie bei den Kickdrums, schmalbandig, und dann kann ich die wunderbar betonen oder auch wegnehmen. Genau, hier habe ich also ganz genau auf diese Grundtöne wieder gesetzt. Ist genauso wichtig wie bei der Kickdrum, bei den Toms ganz genau zu finden, wo die Grundtöne liegen. Und geht über die Early Reflections wieder ganz weit nach vorne. Ja, einen einzigen Kanal haben wir noch vergessen und das ist der Drums Gruppenkanal. Hierhin habe ich also jetzt meine Kicks, Hi-Hat und Clap hingeleitet und habe jetzt hier nochmal einen Supercharger drauf, um ja alle Drums zusammen nochmal zu verdichten und hier noch ein bisschen Druck dahinter zu bringen. Habe also hier wieder den Eingang so geregelt, dass es gelb wird. Da sind wir. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einen Highpass einzusetzen. Highpass funktioniert also so, dass wir alle höheren Frequenzen als 300 Hertz durch den Kompressor jagen, alle anderen nicht. Das bringt uns was bei der Kickdrum. Wir haben jetzt also bei der Kickdrum die tiefen Frequenzen nicht nochmal komprimiert. Die würden dann nämlich verzerren, wenn wir die noch weiter komprimieren würden. Allerdings alle hohen Frequenzen der Kickdrum höher als 300 Hertz laufen hiermit durch diesen Supercharger und geben nochmal richtig Druck. Saturation ist hier jetzt auch ein schönes Mittel gewesen. Eine starke Kompression hier von 3,7 und hier über diesen Fat EQ nochmal richtig Tiefen und Höhen betont. Und jetzt hier aber im Mix relativ wenig, mit 30% nur dazu gemischt. Wenn ich hier mehr dazu drehe, dann matscht das Ganze ein bisschen. Ich zeige das mal. Ja, genau, 30% waren also ein schöner Wert, sodass sich die Drums schön durchsetzen und im Mix weit nach vorn kommen, ohne dass es hier matscht. Im Gesamtmix klingt das Ganze nun so. Ja, das war es auch schon mit meinem Video zum Thema Drums mischen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und habt ein bisschen was gelernt. Und wenn euch dieser Beat ganz besonders gut gefallen hat, dann habe ich diesmal eine ganz besondere Aktion für euch. Und zwar wird es eine Auktion geben. Ihr habt unter dem Link, den ich hier oben einblende und nochmal unten im Text, habt ihr die Möglichkeit, für diesen Beat zu bieten. Und zwar bis zum 10. August. Und wer am 10. August das meiste geboten hat, wird diesen Beat von mir exklusiv bekommen. Das heißt, ich werde ihn nirgendwo anders online stellen, nur diese eine Person wird diesen Beat verwenden dürfen für ihre Produktion. Und zwar werde ich dann ein ganz individuelles Arrangement auch ermöglichen. Wenn ihr also sagt, ihr habt 20 Takte Strophe und danach ja, 16 Takte Refrain oder wie auch immer ihr das zusammenstückeln wollt, werde ich das für euch
zurecht produzieren und euch diesen Beat dann in hoher Qualität liefern. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mitsteigert bei diesem Beat und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!